das, was sie hier organisiert hat. Moin Moin und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn auf der PlayStation Pro. Und es geht direkt weiter, denn wir haben Rush verloren. Wir schnacken Schön, Kim, denn die hat einen Plan. Rushs Tod hat uns alle schwer getroffen, aber wir dürfen nicht aufgeben. So sehr ich die Idee auch gehasst habe, mit Joseph zu verhandeln, muss ich doch zugeben, durch die Angriffe von New Eden haben wir eine Chance, die Highwaymen zu überrumpeln. Ich habe mit den Spähern geredet. Anscheinend wetten die Highwaymen bei den alten Gärten auf Kämpfe. Der Promoter dort behauptet, er hätte Verbindungen zu den Zwillingen. Wer weiß, ob das stimmt, aber es ist den Versuch wert. Danke, dass du mit uns unser Zuhause okay. beschützt hast. Irvin Smalls. Den wollen wir schnacken? Gut. Karte. Mission, wir müssen Irvin Smalls finden. Wo kann der gute Typ denn sein? So, warte mal, muss ja hier so Karte zu finden sein, oder? Sitzen von 22 für die Story-Modus, guck mal hier oben ist er. Wenn wir in die Nähe hinreisen können. Nicht. So, wir müssen natürlich da ran. Können wir noch irgendwas hier irgendwo hinflattern, ganz schnell. Schnellreise hier hin, da sind wir ziemlich dicht dran. Wir können auch hier hinreisen, Schnellreise. Da sind wir sofort bei ihm. Bäm, ist doch gut. Was machen wir? Durch Landreisen habe ich keinen Bock zu. So, da hinten ist er, also in die Richtung. Hier waren wir auch schon mal, wie man sieht. Macht uns nichts aus. Komm, wir gehen mal hier über dieses komische, was hier. Das ist ein alter Schrottplatz, ne? Wo ich behaupte, hier werden die Kämpfe stattfinden, in diesem Ring hier in der Mitte. Irgendwann sitzt da hinten irgendwo. Hier weiter weg ist er ja gar nicht. Ist noch jemand, der Rush schon zuschlagen kann? Bin ich der Marsch mit der Kampfkohle. Folg einfach den Schildern. Was? Wenn jemand zuschlagen kann, und zwar mit meiner Faustwaffe. Ja, der Baller gelernt. Schießen ist gut. Geschossen werden ist schlecht. Hey, Slick. Du hast ein Kabel so dick wie Texas, das sehe ich gleich. Schätze, wir haben da ein paar Zwillinge gemeinsam, oder? Die haben sich mit mir zusammengetan, weißt du? Ich bin quasi ihre rechte Hand, sozusagen. Wir haben da so ein Ding am Laufen, weißt du? Wir schulden uns immer wieder gegenseitig was. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Sache ist die, dieses Mal schulde ich ihnen was. Oh, oh, und ich bin in einer finanziellen Notlage. Ich brauche nur ein sicheres Ding und zack, hey, Problem gelöst. Hier die Kurzfassung. In dieser Arena gibt es ein paar Kämpfer und ich brauche jemanden, der die locker in die Tasche steckt. Aber zuerst muss ich wissen, was du drauf hast, dass du ordentlich austeilen kannst, verstehst du? Also, hau auf die Maschine, um deine Kräfte zu messen. Ich habe sie schon mal kaputt gekriegt. Mal gucken, ob du wenigstens halb so stark bist. Was? Die Maschine hier? Puh, kann nicht so schwer sein. Oh, cool. Schlage. Kann man die Faust nehmen hier. Was sagst du? Scheiße, ja, was für ein Hammer. Mit dir sollte ich mich nicht anlegen, was? Die Muskelkraft wirst du noch brauchen. Leg die Waffen weg.
Da, wo wir hingehen, kannst du sie nicht benutzen. Und folge mir. Heißt immer die Waffen weglegen, das finde ich schon ätzend. Komm schon, es ist nicht weit. Ich war selbst mal Kämpfer. Und ich war gar nicht so schlecht. Ich hatte eine kleine Siegeserie und habe 17 Kerle nacheinander ausgenockt. 17 nacheinander. Okay. Ich musste aufhören. Ich war zu tödlich. So ein Schnacker. Den habe ich so hart geboxt, der hat sein Gehirn rausgefurzt. Ernsthaft, Mann. Gehirn raus. Also, da habe ich einen Gang runtergeschaltet. Ich habe nur gedacht, ich habe eine Gabe, aber ich kann sie nicht kontrollieren. Was für ein Schnacker. Okay, da wären wir. Geh da rein. Meine Partnerin wird dich vorbereiten. Sei höflich. Guck ihr nicht in die Augen. Wenn du fertig bist, mach ich dir die Tür auf und treffe dich beim Waffenversteck. Schnapp sie dir, Toga. Tiger, Tiger. Aha. Geht's nicht raus? Bin da hoch? Oh, ich höre schon die Meute. Du! Ja, ich bin wegen dir hier. Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Irwin schickt dich, hm? Komm mit. Was ist denn für eine geile Tante? Die erste Regel der Kampfgruppe ist, du musst allen Bescheid sagen. Lass es alle sehen. Steh im Rampenlicht. Kann ich mal laufen? Ich gehe immer direkt auf die Fresse. Ich hab den alten Hund gegessen, bevor ich herkam. Oder wir müssen einmal kurz dieses Ding da wegmachen, das nervt ein bisschen. Hoch. Hallo. Ach, du brauchst noch einen Kampfnamen, bevor du da reingehst, damit wir gegen dich setzen können. Das ist Lollipop. Eindeutig Lollipop. Lollipop. Guck dir mal diese Fresse an. Okay, du Zwerg. Dann also Lollipop. In den Ring, Lollipop. Hier kommt Little Fuckers neuestes Menschenopfer. So ein bisschen Mad Max Charakter, ne? Kann ich einen Ziegelstein mitnehmen? Scheiße nicht. Ist er der erste Gegner? Ne. Lollipop! Lollipop! Ritz, Ritz, Lollipop! Du wirst damit sterben! Hört auf! Lollipop, kannst dich auf was gefasst machen, Darin! Scheiße. Haben wir mal hier hinten das Ding mit? Ist gar nicht so verkehrt. Die Hunde auch? Das wird ein Gemetzel. Boah, ich bin gespannt, was jetzt hier abgeht. Oh, hinter mir ist die Tür zu. Okay, ihr dreckigen Kackbratzen. Herzlich willkommen in der besten Kampfgrube auf dieser Seite der Strahlenswolken. Warte mal, haben wir noch mal Punkte? Dann können wir noch so ein Erste-Hilfe-Dings da ausbauen. Vorteilen. Wie viel haben wir? 2, ja, ist nicht so geil, ne? Schade, schade. Sonst hätten wir noch mal Erste-Hilfe hochhalten können, ne? Wir brauchen da 3, brauchen wir, okay. Andere Waffen. Und Knüppel. Geileren Prügler. So. Oh.
Ah, hier werfen erste Hüpfsets runter, das finde ich gut. Tja, Lollipop, das war besser als Scheiße im Essen zu finden. Das ist klar. Aber was wird die nächste Runde wohl bringen? Ich sehe die Nüsse! Hörst du? Die Nüsse! Oh nein! Nein, Dübel verloren. Scheiße, hier geworfen, meine ich. Shit! Nein! Nee, Knibbel! Knibbel! Blöder Witzer, ey. Oh, mein Knüppel ist gebrochen. Ja. Leben nehmen hier? Ein Knüppel hier? Da, eine Eisenfinger, ist doch viel geiler. Oh, nicht so cool. Aufheben. Super. Komm das denn? Okay. Gut zu wissen, man kann es darauf werfen, explodiert es. Was ist da los? Ach Quatsch, der hat so einen beschissenen Feuerwerfer. Und der auch. Drinne. Und noch diese blöden Knüppel auf. Oh. So, du Penner. Komm her. Nein, dir fällt dir das. Spaß. Jetzt können wir uns auf jeden Fall nochmal die Vorteile sichern, dann können wir dann mal schnell hier das Ding daneben, dann können wir auf jeden Fall drei von den Dingern tragen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier noch alles machen muss. Gleich ein
Das soll er ruhig machen. Gelaufen. Oh, nicht getroffen. Ja, so klar. Ja. Nein, ich will nicht werden. Ihn haben wir auch erwischt, oder? Jetzt war er fast tot. Okay. Müssen wir ein bisschen laufen, damit wir ein bisschen Leben bekommen wieder. Oh. Oh. Oh Mann. Was für ein widerlicher Typ. Nee, will ich sterben. Ein Leben haben und dann drehe ich mich um und kriegst du auf die Fresse, du Spacko. Ich muss nur im Kreis laufen. So. Oh, Mist. Ein Schlag zu viel. Hätte man noch warten müssen. Boah, das ist aber auch hart. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gegen alle nochmal kämpfen muss, sondern nur gegen den letzten. Die anderen waren jetzt nicht schwer, aber es war trotzdem nervig, ne? Würde sich alles in Länge ziehen. Mal gucken. Ne, er kommt, okay. Augen nach oben, Kackbratzen! Unser beschissener, amtierender Champion kommt gleich per Seilrutsche hier reingerauscht! Jetzt geht er vom Alex! Aber leider keine. Gibt leider keine Tonne. Aber es gibt doch gar nichts, dass man das nicht aufgeben kann so schnell. Das ist wirklich nervig. Ich kann es nicht aufgeben, das ist so blöde. Und nicht in der Geschwindigkeit, wie ich das gerne möchte. Klar.
Ja. Ich bin glaube nicht so viel, was wir da vorhaben. Okay. Das gibt's doch gar nicht, wenn hier was trifft. Wenn wir die lebensrettenden Dinger bewahren, uns mal lieber ein bisschen auf. So, okay, jetzt hat er mich voll erwischt. Ein bisschen Leben müssen wir noch haben, bevor wir ihn angreifen. Oh! Diese Fickfotze, ey. Aufsammeln, das ist so blöde. Schon ist das denn gelöst. Ja, guck mal, jetzt habe ich das Ding zwar, aber er hat mich nicht getroffen, also. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wie kann er nämlich denn. Wie soll man den denn killen? Guck mal da. Ein Schlag und dann muss ich wieder 30 Kilometer rennen. Damit ich ihn überhaupt mal irgendwie treffen kann. Na gut, dann rennen wir halt die ganze Zeit. Warten, bis wir voll sind, können ihn einmal treffen. Und dann machen wir es wieder. Das gibt's doch gar nicht. Ich gesagt, ich soll ihn voll auf die Nüsse hauen. Versuchen wir mal auf die Nüsse zu hauen. Okay. Mann! Blöde Aufsammeln, ist so bescheuert. Oh, was gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch gar nicht, dass er einen immer trifft. Mit jedem Schlag trifft er einen, das ist so bescheuert. Mann. Jetzt hat er gesagt, wir noch voll auf die Nüsse hauen soll. Wie kann ich nochmal dieses Eden einsetzen? Das müssen wir kurz mal gucken. Das weiß ich nicht mehr. Und das hier. Kann höher springen, klar. Das Takedown zu füllen. Erhöht die Reaktion von Edens Geschenk. Wie kann man den Eden einsetzen? Der Blöde. Oh. Oh Mann, wieso trifft der einen immer? Blöde, blöde Arschloch. Ey. Ja, klar. Was gleich für uns hier? Die Regeneration ist auch nicht gerade schnell, ne? Muss auch kurz gucken. Also irgendwo muss man dieses blöde Eden ja in Gang setzen. Wie war denn das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Immer mal aufgepasst. Okay. Weg uns füllen. Erhöht die Regeneration von ihnen ins Geschenk. Ah, okay, das ist wahrscheinlich nur
Okay, das ist uns egal. Das sind ja passive Sachen oder so. Mann. So. Ist nicht so clever. Wir müssen eine Runde laufen hier. Wir müssen Leben haben. Ich bin echt um was zu werfen. Ich glaube, man kann hier auf die Nüsse hauen, also wahrscheinlich gleich platt. Weil der Typ hat ja irgendwas gesagt, von wegen voll auf die Nüsse oder so. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. So. Ja, da guck mal an. Du wirst es auch sagen, dann ist er schon dabei und haut auf dich rein. Das ist so blöde. Das ist wirklich blöde. Du kannst ja nichts anderes machen, als zu werfen und wegzulaufen. Das muss für die Leute, die zugucken, denken, ein mega langweiliger Kampf. Da unten in der Grube. Oh, passiert ja nicht mehr. Bisschen. Ich weiß gar nicht, ich könnte die Schnauze gleich in den letzten Schlag hier. Wenn man irgendwie Knüppel hier findet. Guck mal da. Da, du Spacker. Jetzt? So, habe ich aber eine coole Keule bekommen, mit der wir den einen oder anderen platt machen werden. So, die Maus hier. Falscher Weg wahrscheinlich, hier links. Gut. Hat er ja genug Kohle bekommen, glaube ich. Dann ist er ja auf unserer Seite, behaupte ich mal. Wir haben nämlich keine coole Waffe, wir haben nur dieses scheiß Teil hier. Waffen kriegen wir aber gleich wieder, ne? Hoffe ich. Das kann doch nicht sein. Psst, hier drüben. Du hältst dich für schlau, hm? Du meinst, du gehst ab wie Dünnschiss. Denn genau so bist du abgegangen. Unaufhaltsam. Ich glaube, mit dir könnte ich zusammenscheißen. Zusammenarbeiten. Was wir zusammen alles reißen könnten. Große Dinge. Ganz groß. Ich weiß, du hast noch eine Rechnung offen mit Mickey und Lou. Ich könnte dich nah an sie ranbringen. Und dann machst du einfach dein Ding. Mir fällt schon was ein. Keine Sorge, Slick. Ich krieg das hin. Ich muss mal meine Denkermütze aufsetzen und brauche ein bisschen Freiraum, um mir was einfallen zu lassen. Mach dich mal rar, ich kann nicht denken, wenn du mir über die Schulter atmest. Ich melde mich. Entertainment abgeschlossen. Cool. Die Zwillinge haben mich zum letzten Mal gedisst.
Leute erkennen einfach nicht all meine Talente. Ich überfordere sie. Das ist es. Ja. So, wenn wir selber schon holen, ist das Ding. Das ist unsere Kiste, du Wichser. So. Hier hoch schnell. Komm schon. Ja. Oh nein. Kein Bär. Nicht beim Plündern. Hm. Plündern, dass ich einen Bären reife, beim Plündern ist schon sehr scheiße. Akku. So. Was? Wer greift hier an? Gut, können wir zurückreisen, ne? Dann war es das schon für heute, glaube ich. So, wir reisen mal zurück zu unserer kleinen Farm. Prosperity, zack. So, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bestimmt wieder. Bis dahin, tschüss.